Hier habe ich die Nummer nochmal WhatsApp, Telefone und E-Mail aufgeschrieben. Ich poste den Text hier auch unter das Video, dann könnt ihr da gucken. Mahlzeit. Entschuldigt bitte, dass ich heute so ein bisschen fertig aussehe. Ich habe eine echt lange Nacht hinter mir und habe schon wieder eine Fliege auf der Nase sitzen. Ich würde hier gerne, aber bevor ich gleich dann nochmal eine Runde schlafen gehe, das hier gerade einfach noch vorlesen für die, die nicht so gut lesen können. Und zwar geht es um den Termin am Dienstag beim Gericht. Liebe Freunde, danke, dass ihr mir signalisiert habt, mir zu helfen, wenn das Gericht in Palma auf die Idee kommt, mich am Dienstag, den 4. Dezember, hinter Gitter zu setzen. Die Möglichkeit besteht, ist aber gering. Sollte es aber dazu kommen und ihr bis Dienstagabend nichts von mir hört, respektive über die Medien mitbekommt, dass ich einsitze, über die Presse, dann tut bitte ab Mittwoch Folgendes. Bitte ruft bei der Stadtverwaltung Palma de Mallorca an und fragt freundlich nach meinem Verbleib. Schreibt Mails und/oder schickt Faxe jeden Tag so oft ihr könnt und Lust habt und so lange, bis ich wieder frei bin. Lasst sie einfach spüren, dass sie gerade nicht nur mit mir zu tun haben. Nummern und Adressen, sogar WhatsApp findet ihr auf der Seite der Stadtverwaltung Palma unter dem Reiter Bürgerbetreuung auf www.palma.cat. Hier habe ich die Nummer nochmal WhatsApp, Telefone und E-Mail aufgeschrieben. Ich poste den Text hier auch unter das Video, dann könnt ihr da gucken. Seid freundlich und kreativ. Habt Spaß an der Sache und dann teilt das bitte. Erzählt auf Facebook euren Freunden, dass ihr mitmacht und was ihr macht. Zum Beispiel erzählen, wer an der Strippe war und wie reagiert wurde. Teilt diese Posts mit dem Hashtag FreeBauchi. Klingt doof, ist aber effektiv. Inspiriert die Leute mitzumachen. Macht eine Show draus, denn es ist eine. Teilt auch gern die Posts von anderen, die mitmachen, so wie gewohnt eigentlich. Fokus drauflegen, ne? Und auf diese Weise beschäftigt die Stadtverwaltung, macht ihnen klar, dass das nicht aufhört, bis der Herr Beres wieder frei ist. Ja, also wenn die mich da wirklich am Dienstag nicht rauslassen, dann werde ich denen auch direkt schon im Gericht sagen, okay, dann ist bei allem, was jetzt kommt, denkt dran, dass das so lange geht, bis ich wieder raus bin. Ihr müsst mich einfach nur wieder rausholen, dann hört es auf. Auf diese Weise haben wir uns 2014 im selben Gerichtsfall schon die Pearl, mein altes Wohnmobil, zurückgeholt. Ich lasse mir derweil von denen nicht ans Bein pinkeln und stehe am Dienstag als Mensch vor Gericht, der seine Person nicht anerkennt. Und die Presse ist mit dabei. Und das werde ich so gut nutzen, wie ich nur kann. Egal, was das Gericht entscheidet, den Generalstreik und TVBO zu bewerben. Und den Aufruf zu verbreiten, den Regierungen zu kündigen. Egal wie die entscheiden und egal ob wir erst die Stadtverwaltung lahmlegen müssen, aber wenn ihr da in derselben Manier auch mitmacht, dann kann nichts passieren. Dazu ruft bitte einfach die Seite eurer Bundesregierung auf, bedient euch der Kontaktmöglichkeiten und feuert sie freundlich. Wenn wir ihre Kommunikationswege überlasten, können die nicht nichts merken. Und dann kann denen das auch nicht egal sein, was wir da machen. Und uns kann da mal gerade keine Polizei und keine Armee dran hindern. Und das tut für euch und eure Kinder, wenn ihr welche habt. Und auch hier teilt es. Schickt die Einladung, die Regierungen zu feuern in alle Länder der Welt. Ihr werdet Hilfe beim Übersetzen finden. Und auch hier, seid kreativ, habt Spaß an der Aktion und genießt es, euch zu befreien. Es sind nur Spielchen, aber in unserer Wahrnehmung werden sie einiges ändern. Bekommt vor allem selbst mit, dass und wie ihr der Regierung kündigt. Werdet Könige und Königinnen von euch selbst. Macht es liebevoll.
Das wird was mit eurem Unterbewusstsein machen. Lasst uns Raum schaffen für unseres, für was Friedliches und am liebsten gemeinsam. Das ist, was ich gerade mache, wofür ich all die Jahre lebe, wofür ich auf der Bäckerfinker war, wo ich all diese ganze abstruse Kacke da schon im Rahmen dessen gemacht hat. Und der Hauptgrund dafür, warum ich am Dienstag überhaupt vor Gericht stehe, weil ich diese Sachen die ganze Zeit mache. Und wobei man mir gerade dringender helfen kann denn je, weil das genau genommen nicht nur für mich eine Hilfe wäre. Tut bitte nur, was ihr auch selbst vertreten könnt. Ich danke euch für eure Hilfe, egal was ihr tut. Ich glaube an uns und würde ich diesen Glauben verlieren, wüsste ich nicht mehr, wofür ich hier auf der Erde leben sollte. Teilt derweil, einfach weil es sinnvoll ist, alles, was zu... Das ist jetzt auch... Das ist alles wichtig eigentlich. Teilt derweil einfach, weil es sinnvoll ist, alles, was ihr zu alternativen Themen findet, Permakultur, Eco-Housing, freie Energie etc. pp., ihr wisst, was ich meine. Wenn das in den Fokus der Menschen gerät, dann wird es für sie zu einer realen Möglichkeit. Das ist halt genau das, wo wir uns die ganze Zeit beschweren, dass die Medien das nicht tun. Wir haben hier gerade eine Möglichkeit, aber wenn wir sie nicht nutzen, verpufft die auch. Und dafür können wir sorgen. Wenn jeder von uns einfach tut, was er kann, können wir Unmögliches erreichen. Unmögliches. Es gibt nichts Unmögliches. Lasst es uns einfach machen und dann ist es getan. Eine Einladung liegt mir aber bei alledem gerade am allermeisten am Herzen. Und wenn es das Letzte wäre, was ich mit der Welt noch teilen kann, dann glaubt an euch selbst. Ihr seid alle wundervolle Wesen, jeder einzelne von euch, jeder, auch die, die ihr als Feinde anerkennt, verliert nicht den Mut und erst recht nicht das Vertrauen, dass ihr alles erreichen könnt. Im Bösen wie im Guten. Ne, wenn wir alle Kriege erreichen können, können wir auch alle Frieden erreichen. Glaubt nicht denen, die euch was anderes erzählen wollen. Danke, dass es euch gibt. Ihr hört von mir so oder so. Dicken Drücker an alle. Bauchi. PS. Irgendwann möchte ich gern mal wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und zu meinem Spiel gehört dazu, dass ich das kann, weil meine Botschaft lautet, beschäftigt euch mit euch selbst. Wenn wir es hinbekommen, dass jeder seine Nase wieder in die eigenen Angelegenheiten stecken kann, dann können wir zusammen auf diesem Planeten ein wahres Paradies erleben. Und dann kann sich vielleicht jeder an den Bauch hier erinnern, aber interessieren tut er keinen mehr groß. Und das wäre mein größtes zu erreichendes Ziel im Spiel um die Erde. Doch ich verspreche nicht aufzuhören, alles zu tun, was ich nur kann, um diese Nasenwanderung zu begünstigen, bis es vorbei ist. Das ist mit ein Grund, warum ich am Dienstag vor Gericht stehe. Und wenn ich dabei draufgehe, haltet eure Augen, Ohren und Herzen offen. Und lasst euren Geist einfach mal laufen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in Kürze wiedersehen. Bis dahin erstmal gucken wir, was passiert.